Ja, hallo und herzlich willkommen zum Update in dieser Woche, mittlerweile die Kalenderwoche 35. Ich darf dich recht herzlich begrüßen und starte wie immer damit, dich einzuladen, dir mein Wikifolio Quantissimo anzuschauen. Und du siehst es auch schon hier eingeblendet. Das läuft so ziemlich seitwärts im Moment, liegt daran, dass ich keine aktienmarktbasierten Investments im Moment mehr habe. Meine Reißleine wurde gerissen, werde ich dir im Verlauf des Videos genauer erklären, aber im Moment bin ich zu 100% in Geldmarkt-ETFs investiert. Warum, wieso, weshalb, das siehst du in diesem Video. Ja, und damit schauen wir mal auf die Marktentwicklung des S&P 500, also des amerikanischen Leitindex. Und ich sage vorab schon mal ganz ehrlich, ich bin ziemlich genervt von der Entwicklung, obwohl das natürlich für die meisten da draußen sehr gut aussieht. Der S&P 500 geht über 4000 500 Punkte und ich bin halt im Moment nicht dabei, wie du schon gehört hast. Hintergrund erstmal des Anstiegs sind die Interpretationen der Konjunkturdaten, die in dieser Woche reinkamen. Das waren unter anderem Verbrauchervertrauen, Arbeitsmarktdaten und all diese Daten lassen darauf spekulieren und schließen, dass die Zinsen nicht weiter steigen sollten, um eben die angeschlagene Konjunktur nicht stärker zu belasten. Also im Moment gilt eben der Zusammenhang schwache Konjunkturdaten gleich steigende Kurse. Das ist nicht immer so, aber im Moment schaut man halt in allererster Linie auf die Zinsen und dementsprechend steigt der Markt. Ja, ich bin nicht mehr dabei. Ich bin nämlich Mitte August ausgestiegen. Meine Reißleine, die sieht man hier mit der schwarzen Linie angedeutet, wurde unterschritten. Die war seinerzeit bei 4.371 Punkten und der Ausstieg erfolgte dann hier unten sozusagen auf dem Zwischentief bei 4.344 Punkten und danach ging es ja im Prinzip nur noch bergauf und das ist dann halt schon super nervig, wenn eben der Markt dann danach dir im Prinzip ja zeitweise 4% abnimmt und was du daraus machst, das will ich dir aber natürlich auch im weiteren Verlauf des Videos erklären. Ja, wir hatten ja die Situation, dass eben der S&P 500 hier deutlich abgegeben hat in diesem Bereich. Es dann eben zur Situation kam, dass ich ausgestiegen bin und wie gesagt, dann eben die ärgerliche Situation, dass der Index zumindest zeitweise weiter gestiegen ist. Im Übrigen, nice to know, der Nasdaq 100, der hatte eben dieses Verkaufssignal nicht. Das hilft natürlich nicht weiter, aber trotzdem wollte ich es hier an der Stelle eben anbringen. Aber solche Situationen kommen vor, ja. Das kommt vor. Ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden und das aus guten Gründen, dass ich timingbasierte Handelssysteme umsetzen möchte. Und in solchen Situationen macht es dann eben immer Sinn, sich nochmal klarzumachen, naja, was sind denn die Gründe, um überhaupt solche Timing-Systeme zu nutzen und eben nicht Buy and Hold zu machen. Und zum Beispiel und vor allem geht es mir darum, große extreme Abwärtsmarktphasen zu vermeiden. Und die Warnsignale, die waren und sind aktuell durchaus immer noch vorhanden. Also, wir hatten uns, das hatte ich schon gesagt, zum Zeitpunkt meines Ausstiegs ordentlich vom Hoch entfernt und wir befinden uns historisch in einer saisonal, in der saisonal schwächsten Phase, im saisonal sicherlich einem der schwächsten Monate, nämlich dem September. Und der September, der sorgt ja bekanntlich oder nicht bekanntlich, weiß ich nicht, aber der sorgt definitiv bei Börsianern eben häufig für Kopfschmerzen. Und das alleine sind schon sehr gute Gründe für mich, um jetzt auf Nummer sicher zu gehen, aus den Aktienmärkten erstmal draußen zu sein und die historische Outperformance meiner Handelssysteme, die kommt bei mir niemals in Stärkephasen, sondern immer nur deshalb, weil ich es geschafft habe, große Schwächephasen ganz gut zu vermeiden. Das heißt, für mich ist es absolut okay, wenn es mal ein Jahr gibt, in dem ich nur 10% mache, wenn der Index vielleicht 15 macht, aber für mich ist es absolut nicht okay, wenn der Index in einem Jahr mal 40% verliert und ich eben diese kompletten 40% mitmache. Und das sind eben die Gründe, warum ich timingbasierte Systeme nutze, weil ich diese großen Schwächephasen so gut wie möglich
vermeiden möchte. Aber es gibt halt nun mal keine hundertprozentige Trefferquote und deshalb kann man eben nicht davon ausgehen, dass man jeden beliebigen Zeitraum nimmt und in jedem beliebigen Zeitraum den Markt schlägt. Aber aktuell nervt es halt eben trotzdem und da hilft oft die Methode When in doubt, zoom out, also einfach mal rauszugehen und auf die langfristigen Ergebnisse zu schauen. Und genau das machen wir jetzt. Wir schauen mal auf die langfristigen Ergebnisse meines klassischen Handelssystems, also auch des Handelssystems, das hier die maßgeblichen Ausstiegssignale im S&P 500 generiert hat. Und da sehen wir, dass gerade und vor allem in diesen Schwächephasen, also nehmen wir mal die Jahrtausendwende, nehmen wir mal die Finanzkrise, wir können auch gerne Corona nehmen, dass es gerade hier im oberen Bereich im Handelssystem dazu kam, dass man noch deutlich, deutlich Rendite generieren konnte. Und das sind eben genau die Phasen, in denen man sich dann eben positiv vom Index unterscheidet. Was ist auch noch spannend, natürlich, wie es jetzt weitergeht. Ja? Wie könnte denn der Börsenmonat September sich entwickeln? Ich habe ja schon gesagt, dass der September so der Schreckensmonat der Börsianer ist, bereitet vielen oftmals Kopfschmerzen. Und ich habe es mal ausgewertet und habe mir mal ja, spezieller angeschaut, welche Phasen im September könnten denn vielleicht den Ausschlag geben für die eine oder andere Richtung. Und da ist mir aufgefallen, dass gerade in der zweiten Septemberhälfte die Kurse in der Vergangenheit sehr, sehr häufig und oftmals sehr, sehr heftig auch unter Druck geraten sind. Und das Ganze will ich mal veranschaulichen. Und dazu sehen wir uns mal die wirklich ganz langfristige Perspektive an, nämlich seit 1950 im S&P 500. Und da sieht das Ergebnis so aus, nämlich richtig schlecht, wenn man eben immer nur in der zweiten Septemberhälfte investiert gewesen wäre. Also ich würde sagen, der Drops ist noch nicht gelutscht. Es kann hier noch einiges im negativen Bereich auf uns zukommen, wenn wir uns die saisonalen Faktoren hier mal zu Gemüte führen. Und dementsprechend muss man halt sagen, warten wir es mal ab und schauen mal, ob vielleicht noch sogar das ein oder andere Short-Signal in meinen Handelssystemen auf uns zukommen kann. Ja, Short-Signal ist ein gutes Stichwort. Das schauen wir uns mal an. Wann kann es denn ein Short-Signal überhaupt geben? Also grundsätzlich bedeutet ja Short erstmal, dass ich von fallenden Kursen profitiere. Das mache ich persönlich in meinem Wikifolio mit sogenannten Short-ETFs. Aber natürlich braucht man dazu erstmal ein Signal. Und im September grundsätzlich kann es zu solchen Signalen kommen, aber es kann immer nur dann für mich persönlich zu solchen Signalen kommen, wenn ich eben nicht long investiert bin, wenn ich also nicht auf steigende Kurse unterwegs bin. Wie ihr das mittlerweile wisst, bin ich das nicht. Also die Grundvoraussetzung ist jetzt schon mal gegeben. Aber die zweite Voraussetzung ist die, dass der Kurs auch entsprechend schon unter Druck sein muss. Und unter Druck heißt für mich, er muss unter dem Supertrend-Indikator liegen mit meinen persönlichen Einstellungen. Und ich nutze hier Faktor 2,5 und Periode 10. Und dann seht ihr, dass eben gerade in den letzten Tagen der Kurs leider aus meiner Sicht über den Supertrend gestiegen ist und jetzt nochmal drunter kommen müsste, um überhaupt nochmal auf fallende Kurse hier im September setzen zu können. Der Supertrend aktuell liegt bei 4.406, also davon sind wir ja noch über 100 Punkte im S&P 500 entfernt, also nochmal ein gutes Stück, aber das kann natürlich sein, dass es noch dazu kommt. Ja, man kann ja an der Börse nichts ausschließen, aber eben nur dann, wenn es soweit ist, dann könnten wir auf fallende Kurse setzen. Bis dahin sind wir weiterhin eben 100% im Geldmarkt investiert. Warten wir ab, wie es kommen wird. Ich weiß es nicht, aber ich werde natürlich entsprechend darauf reagieren und das Ganze hier dann auch immer veröffentlichen. Ansonsten freue ich mich wie immer über euer Interesse, nicht nur an meinem Wikifolio Quantissimo, sondern am Thema Handel und Börse generell. Und wenn ihr Spaß und Lust daran habt, mehr Informationen zu diesem Thema, zu meinen Handelsansätzen etc. zu bekommen, dann empfehle ich euch, mein kostenloses E-Book durchzulesen. Auch das werde ich euch hier unten verlinken. Sehr gerne, euch viel Erfolg, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.